Ja, Donnerstag, Donnerstag, morgen. Bin wieder am Weg oder bin gleich in Mainz im Kraftwerk. Ja, bin noch auf dem Weg, ja. Hol die 736, die Planierraupe wieder, habe ich ja gestern schon gesagt. Und muss wieder hinten rum reinfahren und wieder hinten rum raus. Da habe ich den Rampentieflader dabei, der ist nicht so wendig. Aber trotzdem, dass es hinhaut. Ich hoffe trotzdem, dass das hinhaut. Aua. Weil die Hauptzufahrt vorne, die ist immer noch nicht gemacht. Mal gucken, ob wir da hinten wieder durchkommen. Ja, macht Sinn. Es macht so Sinn. Es gibt so blöde Leute auf der Welt. Echt. Hauptsache schnell. Hauptsache schnell. So, ja. Fernbedienung mal in die Griffel nehmen. Wenn hier vorne niemand parkt, dann fahre ich so rum. Ansonsten fahre ich halt einmal weiter. Aber ich glaube, ja, da steht eine. Gut. Dann fahren wir wieder hin rum. Ich hoffe, dass das hinhaut. War hier kein Spiegel? War doch ein Spiegel, oder? Oh, egal. Egal. So, hier vorne unter der Rohrbrücke fahre ich jetzt rechts rein. Ich hoffe, das haut hin, dass hier auch keiner steht. Okay, das geht. Ist sowieso Einbahnstraße, okay. Ist ja auch Einbahnstraße, ne, oder? Ah ja, auf jeden Fall, ich bin immer da. Das Tor ist noch zu. Bleib hier einfach mal stehen dann. Da ist er drin. Mitlenkige. Ist er doch wendiger?
Dünner Keil. Wenn ich gar nichts mache. Ja, ich bin jetzt schon lange nicht mehr gefahren. So, hier rechts und dann links, links und dann rechts. So, jetzt habe ich ein Problem. Da vorne, die Einfahrt ist recht steil. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Tieflader da runterkomme, über die Kuppe. Da ist ja nur Luft gefedert, also ich kann den nicht wirklich hochheben. Wieso bewegt sich der Bagger? Ich dachte, der ist in Kibo, der Baggerfahrer. Egal. Ich soll nicht denken. Ich hoffe, dass ich da reinkomme. Vielleicht haben sie die Einfahrt. Ach, sieht so aus, als hätten sie es ein bisschen begradigt. Sieht so aus, als hätten sie es ein bisschen begradigt, dass ich nicht aufsetze. Da vorne steht ein Auto. Super optimal, aber kriege mal hin. Ich mach gleich das Baufeld ein Stück weg, der Bauzaun, die jetzt Baufeld. Sollte passen. Achtung, ich bin gewarnt. Hebe hin, soweit es geht. Okay. Irgendwas hat gerade. Entweder habe ich aufgesetzt hier, weil der doch recht tief ist. Könnte sein, irgendwas hat gerade gegen mich gearbeitet. So. Eigentlich kann ich ja, ich kann auch fahren.
kann doch fahren, ich kann doch hier überall stehen bleiben. Raube ist nicht angelaufen, die wollte nicht. Aber die Werkstatt da, Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Einer von beiden ist defekt, ich weiß halt jetzt nicht mehr welcher. Was steht denn die da hinten drin? Jetzt muss ich nach Landstuhl fahren, in die Werkstatt. Da werden die Sensoren getauscht. Also wie gesagt, er hat jetzt nur einen von, ist quasi überbrückt, dass ich halt wenigstens laden kann. Nee. So, jetzt drehen wir wieder hier. Selbes Spiel wie gestern. Ich bin nur am gucken, ob ich vielleicht hier vorne, wo der große Hänger steht. Ach, wo die Hänger immer stehen. So. Sorry, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Danke. Alle drehen kann. Ja, komme ich da durch zwischen der Hänge? Ja, ich denke schon. Ich mache das einfach so. Einfachste wäre es, wenn ich das Tor hier vorne an dem Kreisel rausfahren könnte. Aber da findet man den Schlüssel nicht irgendwie. Also drehen wir jetzt hier, dann fahren wir wieder zurück. Stapler. Ach, der fährt hier an der große Container, okay. Dann fahren wir wieder zurück. Und fahren wieder hinter das andere Tor raus. Vorne machen sie gerade schwarz, da passe ich nicht durch. Gerade Asphaltdecke gemacht. Ah ja, so, wo wäre ich denn hier? Ja, gut, hier war der Parkplatz, den ich kenne. Auch fahren, ne? Das Tor, ja, das wäre breit genug und wie gesagt, hier wäre ich dann rausgekommen. Ja, wäre ein bisschen eng geworden, ne? Gut, das Rolldeut, man könnte vielleicht noch ein bisschen weiter aufschieben. Nee, so. Immer was anderes, oder? Immer was anderes. So, rechts ist er mal frei.
Kunde die LKWs checke, hä? Die hier hin rausfahren aus dem Berg. Oder ist das Wasserschutzpolizei? Könnte Wasserschutzpolizei sein. Könnte auch Wasserschutzpolizei sein, ja. Bis er mich sieht, es gibt so hässliche Ecke ins Fahrzeug. Kannst du durch? Danke. Besser nach hier. Ich muss überhaupt nichts lenken. So, ja, was haben wir denn jetzt? 10 nach 12. Gut, dann bin ich doch viel, viel früher da. Ich dachte, ich pack's nicht mehr vor der Pause her. Weil jetzt war es gerade, ist es halt gerade Mittag oder kurz vor Mittag war ich hier. Komm da nur durch. So, von vorne kann keiner kommen, wenn der überholt. Alter, was ist denn? Was für Gang hast du dann? Der fünfte. Fünfte Gang zum Losfahren, okay. Ah, sorry, ich bin gerade ein bisschen abgeleckt, ein bisschen abgelenkt. So, ich wollte sagen, es ist jetzt 10 nach 12. Ich werde jetzt noch gute halbe Stunde, werde ich jetzt noch da hochfahren, eine gute halbe Stunde. Schätze ich mal. Ja, wenn ich dann morgen wirklich, ich weiß es noch nicht zu 100%, aber falls ich wirklich mal einen Tieflader holen sollte morgen, ergibt es ja eine ganz ruhige Folge. Komm, die Ampel ist grün, Meister. Fahr. Kommt keiner.
ein Stück weiter vor. Jawohl, ja, alles gut. Nee. Ich denke, da werde ich so um 2 Uhr, halb 2, werde ich leer sein. Fälle wieder nach Hause, werde den Tieflader wieder abstellen. Keine Ahnung, was es da noch gibt heute. Kamera ging gerade nicht. Ich könnte ausrasten. Es ist 20 vor 1. Ich bin auf dem B10 bei Pirmasens. Hat jetzt noch so gute 10 Minuten. Weiß nicht genau. Werde ich noch fahren? Zeigt mir an, dass die Baustelle, dass das eine Einbahnstraße wäre. Aber der Raupenfahrer sagt, nö, ist keine Einbahnstraße. Ich kann da ganz, ganz normal reinfahren. Achtung, gleich können sie raddeln. Und dann kommt der Fahrhalte bis hier. Die Ausfahrt beginnt jetzt schon hier. Die fahre ich jetzt raus. Schokoladenfabrik vorbeifahren. Weiß nicht, ob die hier noch ist oder ob die hier mal war.
weißt du, ich muss da dran vorbei. Genau, da muss ich über die Brücke. Dann kann ich gleich die erste rechts fahren, aber das Navi zeigt an, die erste rechts ist Einbahn. Keine Einbahnstraße, oder? Keine Ahnung. So, das ist meine Zielstraße. Definitiv keine Einbahnstraße. Gucken, wo mein Raupenfahrer steht. Fabrik. Ich glaube, dass hier nur noch der Werksverkauf ist. Oder vielleicht auch immer nur war. Ich weiß es nicht. Seht von uns schreit, ne? Kindergarten. Alles ein bisschen schnell gehen. Gucken, dass ich hier rückwärts reinkomme. Einfach fahren. Natürlich kommt jetzt der Bus. Ah.
Peter, ich lass noch den Bus durch. Komm nur, komm nur. Ich lass den noch durch und dann. Anfangen.
hier am Bordstein noch eine Reibe kaputt gefahren. Hab auch nicht gedacht dran. Ja, ist eigentlich logisch, aber ich will jetzt sagen, wie die Situation überfordert. Da hatte man schon ganz, ganz andere Sachen, aber das war halt jetzt in dem Moment, ich erst gedacht habe, es geht nicht. Ich hätte keine Filme. Ich habe leider keine geeignete Kameraposition gefunden. Ich hoffe, man hat es können hier im Spiegel ein bisschen sehen. Wie gesagt, da ich mir den Reifen geschossen habe, fahre ich jetzt nach Hause, lasse den Reifen wechseln, werde dann auch gleich wieder umsatteln. Dann stelle ich den Tieflader hier ab und morgen früh um 8 Uhr bin ich in Goldhofer, genau, bin ich in Memmingen und werde meinen neuen alten Tieflader abholen. Da gibt es heute auch nicht so viel. Naja, ich werde was zusammenbringen. Für mich, ich fahre heute Nacht um 3 oder so dann wieder los, vielleicht dann noch früher. Schauen wir mal. Hallo, am Freitagmorgen. Recht früher Morgen, 2:50 haben wir es morgens. Schon erwähnt, heute darf ich runterfahren, darf meinen neuen alten Tieflader holen, meinen alten neuen. Keine Ahnung. Achso, ich habe die Pausezeit habe ich schon weggedrückt. Ah, ich bin so blöd, Alter. Hab ja schon auf Arbeitszeit stehen. Ja, ich bin solo. Ich muss jetzt allerdings, wie gesehen, noch 7 Minuten stehen bleiben. Für die Abfahrtskontrolle. Ja, jetzt habe die Reifen gecheckt. Die Lichter gehen eh alle gar. Ja, ich muss aber mindestens 10 Minuten Arbeitszeit nachweisen, bevor ich losfahre. Also, ja, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Wie gesagt, solo, da ist eh nichts dran. Ja, ich habe alle Leitungen fest. Ich habe die Hydraulikschläuche habe ich in meinem Schrank verstaut hinne. Könnte loslegen. Wie gesagt, wenn, ne? Aber irgend so ein schlauer Vogel hat es irgendwann mal eingeführt. Irgendwann habe ich auch mal was eingeführt, ja. Dass da mindestens 10 Minuten Arbeitszeit vor Fahrtantritt auf der Karte sein muss. Alles gut. Aber machen wir das halt so. Stell's Navi schon mal ein. Mautgerät, 4 Achsen, das passt auch. Später dran denken, dass ich wieder
7 Achsen umstelle. Na, was ist los, Kollege? Er hat noch keine Lust. Der drullet sich noch einen. Seltsam. Ständer steht schief. Ja. Fahrt da runter. Ich werde heute um die 600 Kilometer haben. Hallo. Tut sich nichts. Keine Lust, später während dem Fahren herum zu tipseln. Na, egal. Um die 600 Kilometer werden es sein, glaube ich. Ich glaube knapp 600. Oder ans mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube sogar 630. Egal, fahrt heute Morgen solo runter, ja, das geht ja eh. Fährst du auf die Autobahn, stellst deinen Tempomat ein und dann ballerst du da runter. Weißt du nicht, wie ich fahre? Ob ich über Heilbronn fahre oder über Pforzheim? Ich denke, heute Morgen wird es noch egal sein. Denke ich mir mal. Ich soll nicht so viel denken, ja. Das Navi geht immer noch nicht. So lange rumquatscht. Ich muss hier mal kurz stehen bleiben. Meine Navigation funktioniert immer noch nicht. Wegen Dichte, Mini. Nicht, dass ich sie brauche, ja, aber es ist halt einfach, ich sehe, wo Stau ist, ich sehe eine ungefähre Ankunftszeit, aber es tut sich nichts. Tut sich überhaupt nichts. Könnte ich verrückt werden? Könnte ich ausflippen? Weiß nicht, was machen. Sorry, Scheiß drin hast, ja, und aus irgendwelchen Gründen nicht geht, nicht mal einen Fehler schreibt oder so. Könnte ich echt. Würde jetzt liebsten einen Hammer nehmen und würde das Ding klitzeklein schlagen. Versuch's jetzt noch einmal, wenn es geht, ist gut und wenn nicht. Alles gut. Okay. 10:05. Ich fahre gerade in Pforzheim die Baustelle rein. Das Wetter, ja, ist ja gemeldet heute. Den ganzen Tag Regen. Ich glaube sogar das ganze Wochenende bei uns Regen. Aber heute soll der schlimmste Tag werden, was Regen angeht. Die Baustelle ist frei, läuft. Mein Intervall geht auch, wie man sieht. Mein Intervall mischen. Hey, egal, alles gut. Leider noch dunkel, ja, man kann nicht viel erkennen.
außer dass es gerade bergab geht und ich zu schnell bin. Das Wetter macht das Fahren irgendwie... Ich finde es heute Morgen nicht so entspannt, sag ich mal. Es sind auch viele Kollegen dabei. Ich weiß nicht, ob die dann nicht richtig sehen oder so, aber ganz viele, eben zum Beispiel Karlsruhe durch, ja, da fährst du dann mit etwas über 50 km/h, fährst du dann Karlsruhe durch. Meines Wissens bleibt 80 km/h erlaubt. Ich habe kein anderes Schild gesehen. Ab und zu mal 60, ja, aber ja. Ist schon seltsam stellenweise. Da fahren wir hier schon auf der neuen Strecke, ja? Oh, cool. War hier schon, also hier runtergefahren bin ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Wirklich Ewigkeiten. Was heißt Ewigkeiten? Ja, wird ein gutes Jahr her sein oder so. Hab mir angewöhnt in letzter Zeit, dass ich meistens über Heilbronn runterfahre Richtung Süden. Aber das soll heute Morgen laut Radio, das Navi ging ja nicht, da soll ein Unfall gewesen sein. Alter, komm. Versuch dein Glück über Karlsruhe. Ja. Bisher lief's. So, da sind wir, Memmingen. Der Amendingen, Memmingen Ortsteil Amendingen, glaube ich, heißt das oder so. Bin mir nicht ganz sicher. 20 nach 8 haben wir es. Und nach der Ampel da vorne, wo die grauen Schilder sind. Da hinten dran geht es rechts rein. Dann schauen wir mal. Ich soll dringend Ausschau halten nach unserem neuen. Der ist nächste Woche abholbereit. Und soll Bilder machen und ach, weiß der Geier was. Wenn ich ihn sehe. Radio wieder laufen, ne? Im Hintergrund. Leck mich am. Hoffentlich kann man es nicht hören. Mal anmelden, meld mich später wieder. So. Da
hat er ihn wieder. Da hat er ihn wieder. Ist 10 Uhr vorbei. Gerade so. Noch kurz warten. Oder musste noch kurz warten, bis alles fertig war und ja, alles wieder geräumt, alles fest gemacht. Gleich nochmal, wenn ich wieder rolle. Also es dürfte alles passen. Der Bremsknopf war nicht defekt, der ist jetzt defekt, aber das ist ja Peanuts quasi. Nichts auf der Bedienung. So zugedreckt. Ja, läuft. Umwelten besser. Gleich. Ich werde erst zu Hause werde ich kurz anhalten. Ja, also es wird quasi die komplette Lenkung, die komplette Hydraulik. Es wird alles neu gemacht. Dreieckslenker wurden getauscht. Ich glaube eine. Ich weiß es nicht genau. Ja. Der Rest zeigt sich dann beim Fahren die nächste Woche. Werde ich dann eh erst sehen, wenn ich arbeite damit. Ja, aber ich denke mal schon, dass das alles so ist, wie es sein soll. Jungs machen das ja auch nicht zum ersten Mal hier, das sind ja auch Profis. Von dem her habe ich da gar keine Angst davor, irgendwie, dass da irgendwas nicht geht. Bis jetzt geht alles, also. Also gut, schauen wir mal, Verkehr dürfte laufen, wie gesagt, es ist 10, in Pforzheim werde ich ein bisschen Stau haben, nee, Heimatort, nicht Heimatort hinzufügen. Dann sieht man, dass ich mich nicht auskenne mit dem Ding. Ah, wunderbar, guck mal da hin. Ah, wunderbar. Ah, perfekt. Perfekt. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig, richtig gut an.
oder was? Ach nee, ich glaube, ich habe das in dem Fahrzeug habe ich das noch gar nicht gemacht, glaube ich, stimmt. Da habe ich noch gar keinen Heimatort hinzugefügt, ne? Ja. Nicht darum, er läuft direkt gerade wieder, wenn du eine Kurve fährst. Davor hatte immer, wenn du dann wieder gerade gezogen bist, da ist er immer noch einen Meter raus oder so. Ich sag jetzt mal einen Meter, aber es war nicht so weit. Ja, und er läuft jetzt direkt, du ziehst mit der Maschine gerade und der Tieflader läuft in die Spur und zieht direkt wieder gerade mit. Perfekt. Könnte man ja fast Lust bekommen, wieder was zu arbeiten, ne? Oder fast wieder Lust bekommen auf die Arbeit. Ob die Reifen ohne waren. Ich gehe mal davon aus, dass die Reifen ohne waren. Ich werde dann, wenn ich zu Hause bin, werde ich mal alle Radmutter nachziehen. Ja. 60 Stück. Tieflader habe ich jetzt nicht gesehen. Da kam ich gar nicht hin. Alles wieder davor machen, ne? Katastrophe hier. Ja, ich lasse das jetzt einfach so. Ich lasse jetzt die Fahrparameter einfach so. Ich will ja nur wissen, ob ich irgendwo Stau habe oder nicht. Okay, sieht alles sehr gut aus. Ihr Ziel um 14.31 Uhr. Ich bin immer gespannt. Was ein Kackwetter, oder? Ich werde auch heute Abend nichts mehr machen. Ich werde auch nicht mehr
nicht mehr filmen, was halt alles neu ist. Sorry. Ich bin echt froh, wenn ich heute so in einer guten halben Stunde zu Hause bin. Ich fahr rein in die Halle und mach die Hacken raus. Von dem Tieflader. Vielleicht im Laufe der nächsten Woche. Also fahren. Top. Was blinkt hier auf Arbeitszeit? 10 Stunden, ne? Okay. Habe ich ja noch nie gehabt. Ist das jetzt ein Vergehen, weil das hier aufblinkt? Aber wenn es ein Vergehen wäre, wird es jetzt rot blinken überall. Ne? Warten wir mal ab, bis es 10 Stunden und eine Minute ist. Alter, das hatte ich jetzt wirklich noch absolut nie. Nö, 10 Stunden 1. Und es tut sich nichts. Keine Ahnung. Mir jetzt auch ehrlich gesagt egal, ich habe noch 45 Minuten Fahrzeit, 48 sogar noch. Ja, ich bin heute Morgen um drei los. Ich habe jetzt 13 Stunden Schichtzeit. Ich habe noch keine einzige 15er gemacht in dieser Woche. Sowieso nicht. Ich habe eine Wochenlenkzeit von jetzt 22 Stunden und 5 Minuten. Wochenlenkzeit. Habe ich eine Doppelwoche. Mann, das steht hier gar nicht mehr das. Sorry, doch. Hey, das kann nicht sein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin schon wieder ganz woanders. Hoppla. Ich kann nicht hin will. Ich bedanke mich fürs Zusehen. War eine recht ruhige, fast schon eine langweilige Folge. Nur fahren. Jetzt hätte ich können mal die Kopfhalterung ausprobieren, ob die geht, also ob die Aufnahmen irgendwas werden, wieder nicht gemacht. Wird noch irgendwann dazu kommen.
Folge. Sorry. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein.